Moin, eine neue Runde Satisfactory. Schwebt mal hier gerade. Warte mal. Ach, jetzt hängt mir wieder was hier an der Tastatur rum. Ich habe hier was weitergemacht. Ja, ich weiß, es gibt den Smart Mod. Der hat aber noch nicht alle Funktionen. Und unter anderem kollidiert er mit einer neuen Option, die Satisfactory hat. Und zwar, wenn man irgendwas in der Hand hat zum Bauen. Ich nehme jetzt einfach mal, was weiß ich, hier die Förderbänder. Da kann man ja E drücken, ja, um das hier so auszuwählen, ne, damit es schneller geht, nicht mehr so geht. Genau damit kollidiert der, weil E war das Konfigurationsmenü vom Smart Mode. Und unter anderem hat man dort die Kollision an- und abgeschaltet. Ich habe es gerade getestet. Also es kann natürlich sein, dass es jetzt wieder einen neuen Patch gibt. Ich habe es aber jetzt gerade getestet. Man kriegt die Option einfach nicht hin. Das heißt, man kann die Kollision nicht abschalten. Heißt, ich muss immer noch warten, bis das geht. Ja, so, wir gucken also als erstes mal hier rein. Hä? Hör mal, ich habe doch das letzte Mal hier eine Festplatte reingemacht. Wieso ist denn die schon wieder weg? Machen wir mal gerade wieder rein. So, zweiter Wasseranschluss da. Den müssen wir jetzt noch aufteilen und dann zeige ich euch, was ich noch gemacht habe. Das seht ihr nämlich von hier aus jetzt noch nicht. So, das heißt, 6 Stück, 2, 4, 6. 6 ist immer gut. So, dann tun wir die hier. Nehmen wir die an den unteren. Kommst du weg. Und du kommst weg. Und da musst du auch weg. Und du auch. Und du musst jetzt mit an den unteren da dran, wie die da drüben. So. Das ist halt dann hier so eine Schräge. Das ist halt jetzt mal so. Mal gucken, ob irgendwann mal auch anders da mach. Das ist halt immer blöd zu sehen hier. Dass die vielleicht hier unter das Dings gehen und verschwinden. Aber das ist jetzt erstmal uninteressant. So, warte. Wochenende ist meine Alte nicht da. Was ein Glück. So, das heißt, da kann ich ein bisschen was im Voraus bauen. So. Wasser bitte. Das ist mit Absicht das Kleine. Das ist wieder schief, ne? Nö, eigentlich nicht so. Und hier Wasser bitte. Weil ich brauche bei 1. Müssen wir mal überlegen, was wir machen. So, jetzt haben wir die Teile. Rein theoretisch. Achso, Strom haben wir natürlich noch nicht. Wie haben wir denn das gemacht hier mit dem Strom? Das ist, der ist jetzt nur wegen dem Fliegen da. Fliegen? So, hier. Nur hier macht man den dran. Ach nee. Ja, die haben ja auch noch keinen Strom. Da habe ich mir das gedacht. Okay. Dann halt so, aber da kollidieren wir doch bestimmt wieder mit den Rohren. Lass mal kurz gucken und dann tun wir das mal hier schnell dran machen. So. So. Hast du Strom oder hast du keinen Strom? Ja gut, der hat auch kein eingestelltes. Ne, hat auch nicht. Der hat auch kein eingestelltes Rezept. Aber können wir das mal kurz dran machen. So. Dann machen wir die hier nochmal dran. Muss man auch gucken, dass die Teile jetzt nicht, die laufen ja kurzfristig an, aber wir haben ja Akkus. Wozu haben wir eigentlich Akkus? Hä? Hm? So. Wo holen wir uns denn den Strom? Hier aus der Mitte? Nee. Den holen wir uns von hier hinten irgendwo her. Da sieht das nämlich besser aus. Den holen wir uns von da. Und hier holen wir uns den. Kommst du da hin? Und gehst da runter. Ja. Da ist auf jeden Fall hier schon Flüssigkeit drin. Da ist auf jeden Fall hier schon ein Rezept drin. Das ist ja grün. Da müsste ein Rezept ja drin sein. Sehr schön. Grün, grün, grün. Die noch nicht. Ich kopiere das jetzt hier nicht. Ich habe nämlich einen Kaffeetass in der Hand. Ich mache das jetzt so. Alternativer verdünnter Treibstoff. Und so. Zacki. Da haben wir das. Was da noch gemacht werden muss, muss ich immer noch anschließen, ne? Ist jetzt aber egal. Funktion ist gegeben. Achso, der Micromanagement-Mod, den muss ich ja nochmal. Der läuft nämlich, damit ich das Ding hier zukriege. Hier, da. Achtung. Hier, UFOs sind gelandet. Der ist jetzt größer als das. Das ist zum Testen. Ne? Jetzt gehen wir da mal runter. Und damit wir das anständig sehen.
kommt hier irgendwie erstmal eine Verstromung hin. Setzt ihn jetzt gerade in die Mitte. Oh, passt nicht. Ja, doch. Zu lang. Schitte. Komm. Mist. Kann man hier wieder... Doch, ein Glück hat er den sich jetzt da geholt. So, dann kommst du hier auch nochmal. Wir testen das jetzt mal. Ja. Der ist ein Kreis größer als der. Und sollte eigentlich, rein theoretisch... Das Ding ist ja nicht dort in der Mitte. Ihr seht das ja hier, da sind ja zwei, zack, da. Das sollte rein theoretisch nach Adam Riese in der Mitte sein. Ja, kein Smart Mod. Ja, seht ihr? Genau. So, wir brauchen, was haben wir gesagt, 96 von diesen Kohlendingen. Jetzt ist die nächste Frage. Lasst man die hier unten auf der Ebene? Oder hieft man die Dinger da hoch? Wisst ihr, was ich meine? Wenn wir jetzt hier... Wie viel von diesen Wanddingern habe ich denn eigentlich? Warum nehme ich es eigentlich nicht da unten? Nur 800. Das ist schon ziemlich viel. Ich will aber erstmal was anderes ausprobieren mit euch. So, Stromproduktion, Treibstoff. Und zwar machen wir jetzt hier... Das ist natürlich... nach innen sollst du. So, aber so. Eins. Ja, da seht ihr diese weiße Kante, ne? Guck mal, wie weit der weg muss. Da, hier, so. So geht's noch. Ich weiß, dass der jetzt nicht da ist. Normalerweise müsste der da sein. Dann hätte ich hier 1, 2, 3, da hätte ich weiter 4. Da könnt ihr auch den kleinen nehmen. Da kriege ich nämlich auch 4 Stück hin. Ich will nämlich gucken. Blöd, dass man die nicht kopieren kann. Ich könnte wieder Material nehmen. Was willst denn du jetzt von mir? Ach, Motoren, ich glaube, mein Schwein pfeift. Warte. Ich war nicht im Lager, aber ich habe keine Zeit. 15. Oh, aus dem Shop. Muss der wieder herhalten. Wozu haben wir den Kram? Teile. Motoren. Motoren da. Wie? 5? Ach, 5 brauche ich. Wie viel kriege ich davon überhaupt? Was haben wir her? 50. Reicht ja. 5 ist aber jetzt nicht gerade billig. Ist das teurer geworden? 2. Da ist er genau an der Kante. Das ist halt jetzt ein bisschen irgendwie... Das wird wahrscheinlich nicht ganz rund gehen. Der geht jetzt bestimmt da nicht rein. Das war klar. Der müsste dann weiter hin. Das war so klar. Da müsste man jetzt hier an dem die Kollision aufheben können. Gibt aber 5 Stücken. Oder man setzt einen 1 weiter nach hinten. Du musst jetzt mal kurz dran glauben. Komm mal her. Da ist die Einfügung. So, weiter. Weiter und noch einen. Wenn ich jetzt hier... Hörst du auf, Mann. Ja, das ist halt jetzt... Der weiß halt jetzt nicht, welche von Deutschen er sonsten soll. Das ist halt beim Rundbauen so. Steht er ganz hinten dran. Ja, jetzt haben wir jetzt das Problem, wenn man da irgendwas hinmachen will. Das kriegst du da nicht hin. Ah, oh, Nerv. Ja, jetzt kommt er da wieder nicht raus. Weil das Ding, wenn das einmal aus ist. Oh. Ne? Wenn du jetzt hier irgendwas hinmachen willst, kriegst du den da nicht hin.
Nichts Genaues weiß man nicht, ne? Man kriegt, wenn man sie weiter rausstellt, 5 Stück, kriegt man eigentlich jetzt bei dem da irgendwas hin oder hat er immer noch eine große Hitbox? Nee, guck, kriegst du da hin. Das ist halt Pest und Cholera. Dann kriegst du hin, kriegst du auch eine Wand hin. Dann hast du aber einen, der schief steht. Ja, jetzt wüsste ich... Haha, warte mal. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, warte mal. Mit dem Micromanagement-Mod müsste man doch... Macht der Maschinen oder macht der nur Foundations, Geländer und so ein Gelumpe? Wie lange soll denn das dauern, hier 96 von den Dingern hinzusetzen? Marmforschung ist abgeschlossen. Komm mal her. Ja. Die sind halt nicht genau. Ne? Er hier zum Beispiel, der fällt aus der Reihe. Der müsste dahin. Das ist, ach, das ist der, der jetzt weiter weg steht. Ne? Ja. Das ist der. Der müsste so stehen und dann da rankommen. Aha. Ja, da hast du halt jetzt das genau das Problem. Ich meine, wie lange soll ich denn dafür brauchen? Der steht jetzt zu weit hinten. Hm? Nee. Könnte man umdecken, wir machen jetzt hier einen Test, wenn man das... Ah ja. Ah. Der Zaun geht dran, die Wand geht nicht dran. Hier hast du... Ja. Micromanagement-Mod mehr. Ah, Quatsch. Smart-Mod. Ist er jetzt so... Ich brauche einen Strom, bitte. Die sind hier unten. Wir haben 5 Stück... Oh, 20 von den Teilen. Jetzt sagt 10 nach da und 10 nach da. Und hier mit Gangways, weil die sind hier wenigstens, also du kannst ja hier sowas machen. Organisation. Hier. Weil die sind da genau ausgerichtet. Hier kriegst du da hin. Ja, so. Oder setzt mal so hoch. Dann sind aber, ich glaube, die Dinger viel zu hoch. Das sieht ja nichts mehr aus, das ist ja wie eine Wand wieder, guckst du mal. Bauen eher das. Oder man macht hier 5, 5 und ein Stockwerk oben drüber. Und lässt die auf den Dingern. Das machen wir, glaube ich, weil hier 5 Stück von denen ist auch ziemlich weit nach da hinten. Mal gucken, wie weit ich die auseinander... Die sind auch in einer Linie, also der ist in einer Linie mit dem. Der ist in einer Linie, also hier da, die Mitte von dem da... Ist hier. So machen wir das. Sag ich jetzt mal. Jetzt gucken wir in die MAM. Dann fliegen wir da hinten hin. Bitte Strom. Oh Gott, hey. So. MAM, bitte. MAM? Warte. Production. Quatsch. Spezial. Nein. So. So. Dann kommen wir da oben, dann tun wir das Röhrchen da dran. Die. Und Rinder. Das haben wir nicht mehr viel. Jetzt wird es ein bisschen schwierig, dann auch welche zu finden. Müssen aber noch, weil ich habe noch alternative Rezepte. Irgendwo muss ja noch Gelumpe rumfliegen. Necken muss ich immer wieder suchen, weil es gab ja ein Patch. Also, so. Jetzt tüdeln wir das da oben dran. Gucken nochmal. Ja. Also ich befürworte 5, 5, Stockwerk höher, 5, 5. Und dann natürlich mit Gangways. Oh, das Licht ist an. Gucke. Hier ist immer noch aus. Strom sparen. so. Weil hier, guck mal, das habe ich ja hier hingesetzt. Mach mal Licht an. Da, du kriegst das, weil man den Smartbot nicht auf Kollision ausschalten kann zum jetzigen Zeitpunkt. Kriegst du den da nicht hin? Ja.
ist kacke. Muss ich mir ein Loch hier in den Boden machen. Ne, weil der halt mit dem kollidiert. Mit dem E. Taste E ist das. Das war beim Smartboard nämlich die Konfiguration. So. Nö? Ach so. Komm du auch mal weg? Der hat gar keinen Sturm, der Kollege. Na dann kriegst du hier. Sollst du auch nicht leben. So. Bitte? Der sollte. Genau, der kommt da drüber. Du bist hier. Also. So. Mache ich immer noch mal einen dahin, sonst hätte ich den einen so und so. Ne, ich will hier noch einen haben. Achso, da ist einer. So, dann können wir den, verbinden wir den dann da. Machen wir den noch mal dahin. Den schließen wir da an. Und den schließen wir da an. Der hat noch kein Rezept, ne? Ne, hat er nicht. Aber jetzt. Und Wasseranschluss hat er auch noch nicht. Wieso hat er noch keinen Wasseranschluss? Hä? Ja, der Anschluss haben wir vergessen. Ja. Dann machen wir den mal schnell, ne? Wie viel haben wir denn? Haben noch Zeit. So. Und haben wir hier einfach einen Wasseranschluss vergessen, du. So. Du brauchst nur das normale Rohr. Kriegst du auch nur das normale. Gutes. Zack. Nun hast Wasser. Wasser. 75 Megawatt zieht das Ding. Ja. Wir kriegen hier, der ganze Kram muss ja nach da hinten hin. So, was ist mal da? Was macht der 100? Wir kriegen also 6 Stück zusammengeschaltet. Die stehen alle so schön in einer Reihe. Und die haben eine eigenständige Pumpe, die 10 Meter hoch pumpen kann. Und ich will ja hier laufen können. Also die 10 Meter hoch pumpen kann. Ne? Da habe ich nicht vergessen. Wir machen so. Ich glaube, so ist der aber. Lass mal gucken. Zu nah dran. Wenn mich nicht alles täuscht. Lass mal schauen. Aha. Wenn nicht, müssen wir halt schräg machen. Ich mache aber mal. Nee, eigentlich will ich ja. Ich will ja da unten lang laufen. Und das ist nämlich dann hier. Der ist zu nah dran, glaube ich. Machen wir so. Ja. Da musst du eins weiter weg. Kann der den da hochpumpen? Hier haben wir eine eingebaute Pumpe. Was ist denn, wenn ich so mache? Kriegst du das da hochgepumpt? Ja. Kriegt er. Das machen wir auch mal so. Warum immer denselben Kram? Lass doch mal so machen. Nee, du kommst hier hin. Mal was anderes machen, ne? Jetzt ziehen wir das hier gerade mal durch. Er hat die vordere Kante der Maschine. Also kommst du hier hin. Mit Absicht. Ich brauche nicht so viel Ständer, ich weiß. Dich aber jetzt mal. Ist ein Eulrik. Oh. Hab schon gerade wieder auf die Uhr geschaut wegen Arbeit. So, und dann machen wir das hier noch. Da kommst du erstmal hier hin. Und dann wirst du hier angeschlossen. So, habe ich erstmal die hier alle angeschlossen. Dann machen wir noch. Das, ich weiß, dass das schräg ist, aber es ist einheitlich. Das da hinten sieht aus wie ein Dreieck. Hier, da. Jetzt. Was haben sie da wieder gemacht? Kopf ist denn da. Zack, hier. Blub. Blub.
Das haben sie mit dem Update, ich hasse sowas ja, ne? Das ist genauso dieses Aufpoppen. Ich meine, wenn man es schnell lädt, das ist klar. Aber wenn ich zum Beispiel so einen Schritt nach vorne mache, ist es da, und mache einen Schritt nach hinten, ist es weg. Das hasse ich wie die Pest. Guck mal da hinten. Das nervt mich jetzt, ne? Achso, Licht. So, warte, ich mache das hier auch gerade nochmal. Achso, da. Da muss man jetzt mal gucken, wie wir das machen. Ich bereite es gerade mal vor. Der ist ja hier in der Mitte. So, jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier. Und das Ding ist, der ist 3 hoch, der dahinter ist 2 hoch. Das ist die Wasserleitung. Was nach Adam Riese bedeutet, dass wir hier gerade wieder oben drüber gehen. Das sollte eigentlich funktionieren. Dann machen wir das jetzt so. Wenn nicht, müssen wir eins weiter weggehen. Oh, ist verkehrt. Dahin. Du musst dahin. So, gucken wir doch mal hier gerade. Wie viel haben wir denn noch? Habe ich Zeit. Der muss. Achso, ich kann ihn ohne Rohr, kann ich ihn da oben nicht draufsetzen. So war das, genau. Der ist doch in der Mitte, ne? Ja. So. Und so. Und dann passt das. Gerade nochmal fertig hier. So, da sind sie angeschlossen. Das ist ein Stück daneben, glaube ich. Na, passt schon. Mammforschung auch abgeschlossen. Da gucken wir jetzt noch rein. So, alle dran. Alles leuchtet grün. Der pumpt jetzt das Rohr voll. Das da unten, das mache ich jetzt. Achso, ich habe die Mamm ja weggestellt. Warte. Mal gucken wir schnell rein. Da ist Kollisionsabfrage. Da machen wir hier hin. So, was haben wir denn? Turbomotoren. Das haben wir schon ein paar Mal vor. Also, Turbomotoren. Ah, mit diesen Cases. Tja, die brauchen wir auch noch nicht. Die brauchen wir später für die Liftteile. Turbomotor. So, die letzte Festplatte. Oh Gott. Die letzte Festplatte. Nee, noch eine. So, zack. Jo. Die alle angeschlossen. Das passt. Hier haben wir zweimal verdünnten Treibstoff, der dann da runter geht. Fallhöhe. So, ich sag euch das jetzt. Ich bereite das jetzt für morgen vor. 5 nach da, oben drüber, wieder 5. Und zwar mit Abstand, aber, ne? Wisst ihr Bescheid, das wird was. Rundbauen. Guten Tag, sage ich euch. Guten Tag. Also, ich hoffe dann, der SmartMod kriegt dann auch endlich ein Update, dass man die Konfigurationsmenü aufrufen kann. Bis dann, ciao.